Guten Morgen aus Koyum. Heute bin ich mal alleine unterwegs und habe mir so ein Kajak geschnappt und werde jetzt mal die Küste hoch und runter fahren, um zu gucken, was wir noch so entdecken können. Außerdem habe ich schon wieder Hunger. Die Mission ist also Kajak fahren, zum Essen gehen. Schauen wir mal, wie es aussieht. Gut ist, dass es die Kajaks hier im Hotel umsonst gibt und man somit gar keinen Zeitdruck hat. Ich kann also so lange paddeln, wie ich Lust habe. Oder solange meine Arme durchhalten. Mal gucken. Hier sind wir jetzt gestartet. Und hier ist die Rockbar, in der wir letztens schon saßen. Die war sehr, sehr nett. Ja, und dann geht es hier immer die Küste hoch. Und hier oben in der Mitte sollen angeblich die schönsten Strände der Insel sein. Das überprüfen wir jetzt mal. Ja, ich glaube, das ist das Ausseeressort. Wieder so ein bisschen in die Berge und Dschungelwälder da eingebaut. Sieht doch auch ganz geil aus. Das wird Village Resort sein. Ja, schön hier in die Palmen gestellt, keiner am Strand. Sunsmile Beach steht da. Ja, hier kann man es mal aushalten. Und da oben ist eine schöne Bar, da geht es als nächstes hin. Ja, nette Strandbar, ne? Schön so Reggae-Style, Jamaika. Sehr schön. Und wieder keiner in der Nähe. Nur die Doofen, also ich. Ich paddel jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen weiter hoch. Da ist nämlich ein Resort noch mal so schön in die Berge gebaut. Das wollte ich mir auch noch mal angucken. Und auf dem Rückweg gehen wir vielleicht hier noch mal eintrinken. Sieht das gemütlich aus, oder was? Stell dir vor, du wohnst da oben und guckst hier schön aufs Meer. Herrlich. Einzige Problem, wieder sehr viele Zikaden, sehr laut. Und hier gibt es viele Algen im Wasser. Das könnte beim Schwimmen natürlich etwas problematisch werden. Viele Steine sind hier auch rumherum. Felsen, ich muss ja auch ein bisschen aufpassen mit Gegenschipper. Aber an sich sieht es noch ganz nice aus. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches Resort euch hier am besten gefallen hat bisher. Haben wir schon ein paar gezeigt gerade. Das hier sieht schon ganz nett aus. Ja, kaum habe ich es gesagt, habe ich so einen scheiß Felsen getroffen. Ganz leicht touchiert, so, aber von unten. Ja, hoffen wir mal, dass wir nicht gleich untergehen. Noch so ein Ressort für Robinson Crusoe hier. Bambuhütten im Dschungel. Aber eben auch wieder Algen überall. Ich lasse mich jetzt hier gerade so ein bisschen vom Wind an den Strand treiben. Wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Jo, ich denke mal, hier machen wir eine kleine Pause. Dann geht es auf den Weg zurück und wie gesagt in die Bar. Aber vorher gucken wir uns noch mal hier das Wasser an. Jetzt sind wir hier am Tingrai Bay Resort. Und direkt davor ist die Mr. Boy Bar. Sieht auch sehr gemütlich aus. Kleine Bungalows. Dahinter sind Antik-Bungalows zum Schlafen. Hier vorne ist sogar so eine Deluxe-Variante mit einem Schiff. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber sieht witzig aus. Sehr, sehr schön. So, ich habe jetzt hier eine kleine Pause gemacht am Ting bei Reyes und gehe jetzt mal ein bisschen Wasser. Wassertest. Also schon mal viele Steine sehe ich so schon. Nicht so geil. Wasser ist aber klarer als bei den anderen. Nee, gefällt mir ja nicht so. Zu viele Steine im Wasser. Ich glaube, wir fahren mal ein bisschen weiter. Ja, liebe Leichtmatrosen. Der Rückweg beim Kajakfahren ist immer das Schlimmste. Und ich habe jetzt gerade wieder so schön Gegenwind und die Wellen. Das macht dann nicht so viel Spaß. Und je länger ich hier quatsche, desto weiter werde ich auch zurückgetrieben. Ich muss mich also beeilen, wieder an den anderen Strand zu kommen.
Sonst bin ich genau da, wo wir eben waren. Aber das wollen wir nicht. Jetzt bin ich hier an dieser Steinküste angekommen. Und hier sind ganz, ganz viele Affen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Die springen da überall rum. Naja, man sieht es ja auch hier noch ein bisschen, Wellengang und so. Und die kommen jetzt gerade genau aus der entgegengesetzten Richtung. Das macht Spaß. So, jetzt sind wir an der Bar endlich angekommen. Hier kurz das Kanu abgestellt. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt zu essen kriegen. Ist kein Schwein hier. Wahnsinn. Ja, zu essen gibt es nichts. Also habe ich was zu trinken bestellt. Mal gucken. Muss ich halt ein bisschen weiterfahren noch. So langsam gehen mir aber auch die Kräfte aus. Das mit der Welle eben und mit dem Wind war ganz schön kräftezehrend. Ja, die Bahn sich ist ganz geil. Ich glaube, so war früher auch mal Kolipe und Koh Lanta. Und vielleicht ist es in 10 Jahren genauso hier. Im Moment ist es hier aber auch relativ menschenleer. Der teuerste Melonen-Shake ever. 80 Baht. Der kostet sonst 25 oder mal 30, vielleicht auch mal 40. Hier am Strand kostet er eben mal so einfach mal 80. Was willst du machen? So sieht es hier aus auf Koh Yam. Wenn man bedenkt, da hinten ist Koh Phi Phi und da wird es auf gar keinen Fall so aussehen. Das Wasser ist aber das gleiche. Vielleicht sind die Strände noch ein bisschen sauberer, keine Ahnung. Ich war lange nicht mehr da. Aber voller ist es da auf jeden Fall. So, tschüss Loma Bar. War nett, dich kennengelernt zu haben. Wir sehen uns bestimmt nie wieder. Also, ich fahre jetzt weiter. Und bin immer noch auf der Suche nach was zu essen. Ansonsten muss ich halt bei uns im Hotel wieder was futtern. Keine Ahnung. Schön sieht das ja aus. Aber teuer ist es ja auch. Der Wind hat Gott sei Dank nachgelassen, sodass es jetzt ein bisschen leichter wird zurückzukommen. Wir fahren jetzt mal in diese Richtung. So, ich habe jetzt hier lecker gegessen. Endlich mal. Und jetzt gucken wir nochmal den Strand an. Das Wasser an. Ja, da geht es schon wieder auf den Weg zurück. Und vielleicht fahre ich heute Nachmittag nochmal in die andere Richtung. Mal schauen. In dem Ressort sind übrigens sehr, sehr viele Deutsche. Falls das jemandem Spaß bringt, dann muss er hierher kommen. Hier ist so eine Ruhe, es ist so herrlich. Wahnsinn. Und jetzt ist auch der Wind weg, ganz glattes Wasser. Schön gegessen. Eigentlich ist es sogar besser als in der Hängematte liegen. Das Ding hier nervt ein bisschen, ja. Müssen wir aber tragen. Gut,